Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglantum zu einem neuen Part Mario Maker für den 3DS. Ich gucke gerade hier noch, ob die Einstellungen alle richtig sind. Ja, schaut gut aus. Ich bin so ein bisschen skeptisch. Aber es passt. Im achten Part von Super Mario Maker für den 3DS werde ich heute mal ein Level selbst designen, ein Level selbst entwickeln. Das ist ja eines der großen Vorteile, die ein Mario Maker Spiel in sich hat und ja, einer der Hauptgründe, warum man sich ein Mario Maker Spiel kauft und ein Grund, der auch positiv bei Super Mario Maker für den 3DS anzumerken ist. Deshalb werde ich es heute ein bisschen ausprobieren, wie man ein Level selbst erstellt. Dazu gehen wir in den Baumodus und versuchen uns mit den Materialien, die wir haben, ein bisschen am Levelbau. Ja, ich habe direkt mal ein Wasserlevel eingestellt. Ich will nämlich heute mal ein Wasserlevel erstellen. Ja. Kann man mal machen. Kann man mal versuchen. Der untere Bildschirm, der sieht im Baumodus dann ungefähr so aus. Nein, nicht nur ungefähr, sondern der sieht dann so aus. Da gibt es dann verschiedene Optionen. Hier oben hat man dann die Bauteile, die man platzieren kann. Die werde ich dann wahrscheinlich in diesem Part heute sehr ausführlich zeigen. Die sind dann auch relativ unterschiedlich, je nach Level, die man baut. Hier kann man halt den Grafikstil auswählen, hier den Stil des Levels. Als Super Mario Bros. Ist das im Stil des ersten Marios. Hier gibt es dann auch noch Super Mario Bros. 3. Da dann das Unterwasserlevel, den Stil hier. Dann haben wir hier noch Super Mario World, den Stil der Level. Das schaut dann so aus. Und dann als vierte Möglichkeit haben wir hier noch New Super Mario Bros. U als neuesten Stilmodus und als neueste Variante. Das schaut dann so aus. Ja. Das sind die vier Optionen, wie man die Musik auch, wie ihr hört, im Hintergrund ändern kann und die Stilart. Und dann kann man noch hier entscheiden, ob man eine Oberwelt bauen kann, will, eine Unterwelt bauen will, ein Wasserlevel, ein Spukhaus, eine Luftgalerie oder eine Bowsers Festung errichten will. So, hier klickt man dann auf Spielen, wenn man das ausprobieren möchte. Dann spielt man es auf dem oberen Bildschirm. Ja. Da unten gibt es noch eine Linie hier. S und Z. Das S steht natürlich für Start und das Z für Ziel. Und hier ist das Ziel. Da kann man dann das Ziel nach vorne oder nach hinten bewegen, wie man will. Und hat dann halt die Länge des Levels eingestellt. Kann man direkt dicht ans Ziel packen oder halt auch weit weg, direkt ans Start-Dings, oder da kann man halt dann gucken, wie es einem am besten passt. Ja, ich empfehle das Ganze nach hinten zu packen, dann ist das Level länger. Ja, den Modus zerstören, zurücksetzen. Die Rakete macht dann alles kaputt hier, zack. Ist das Level runtergesetzt, dann ist alles, was du gebaut hast, hinüber. Kannst du neu mit dem Level anfangen, ein neues Level auf nichts aufbauen. Hier haben wir den Hund, macht Wuff Wuff, der setzt alles zurück, also jetzt sieht das. Kann man es auch wieder ganz zurücksetzen. Die Rakete ist halt fürs komplette Zurücksetzen zuständig und der Hund halt nur für einen Schritt.
Da haben wir hier den Radiergummi, der kann so einzelne Sachen wegradieren. Hier den Boden zum Beispiel, wie ihr gerade seht. Dann haben wir den Speicherbot, da kann man sein Level speichern als neue Datei oder hier kann man laden. Da kommt man dann hier in den Speicherbot. Das sind die eigenen Level. Mein kurzer und kleiner Überblick hier über meine Levels, die ich schon erstellt habe. Das sind fast 3 Welten. Heute werden wir mal hier ein Level erstellen. Da kann man dann ein Level bauen oder man kann hier ein Level laden und bearbeiten. Das machen wir aber heute nicht. Wir erstellen heute ein Level im Baumodus. Ja, was ich noch sagen muss hier, kann man dann auch die, ups, jetzt habe ich was platziert, nicht schlimm, hier kann man dann einstellen, ob man ein Scrolling Level haben möchte, ein langsames Scrolling Level, ein mittleres Scrolling Level oder ein sehr schnelles Scrolling Level. Und dann kann man hier auch noch die Zeit runterspulen, kann man sagen, du hast nur 10 Sekunden für das Level. Das ist ein bisschen fies, aber da kann man halt hier wirklich runter scrollen bis zum geht nicht mehr. Ja, 10 ist halt wirklich das Minimalste. Das zu den Auswahlmöglichkeiten hier in der Levelerstellung. Ich würde mal sagen, beginnen wir das Level zu gestalten, würde ich mal sagen. So, ich würde mal sagen, machen wir hier auf dem oberen Bildschirm weiter und beginnen mal erstmal mit dem gründlichsten, mit den Grundsachen, zum Beispiel mal die Zielfahne, die mal bewegen ans Ende. So, jetzt ist er ganz weit entfernt. Jetzt können wir hier mal den Weg gehen. Der ist jetzt noch bodenlos und leer. Da haben wir noch nichts hingebaut. Da kann man dann was platzieren. Wenn man mag, muss man natürlich nicht, man muss Levels nicht bauen. Ja, und dazu nimmt man hier in dem Menü, das ich euch gezeigt habe, in dem Baumenü, die Bauteilmenü, Menü, einfach hier die Bausteine hier, die Bodensteine und haut hier einfach so lang. Ja, habe ich jetzt aus Versehen nach oben gemacht, aber ja, nicht schlimm, können wir vielleicht lassen, können wir so gebrauchen hier. Einfach erstmal einen Boden lang ziehen, dass wir hier was haben, wo wir langlaufen können bis zum Ziel. Hier kann man ja notfalls auch noch Berge oder sowas draufbauen oder irgendwelche Sachen, die man halt irgendwie benutzen kann. Hier gleich mal ausgemalt hier. Mal ein Level. Genau so ist das hier. Hier. Bup. Das Bup kommt mir bekannt vor, dieses Geräusch. Das war doch ein Paradise Megamix, da kam das doch auch schon mal vor. So, und hier mal ganz schnell hier den Boden nachziehen, damit man hier erstmal eine Grundlage für das Level hat. Man schwimmt eh irgendwie entlang und das ist ja auch nicht so wild, wenn da irgendwie was am Boden fehlt. Da kann man ja rüber schwimmen, aber ja, komm. Erstmal mal irgendwie einen soliden Boden haben, wo man zwischenlanden kann. Notfalls kann man das ja mit dem Radiergummi ja, wie gesagt, auch wegnehmen, kann man ja hier sagen. Da will ich ein Loch drin haben. Da möchte ich einen Abgrund. Und dann kann man hier mal weiter bauen. So. Ich habe bisher auch in diesem Modus hier im Baumodus nur mega schwere Level gebaut. Okay, scheint hier schon fertig zu sein. Die Level, die ich euch im Speicherbot gezeigt habe, die sind doch relativ schwer, wie ich finde. Ja, scheint vollständig zu sein. Jetzt machen wir mal ein bisschen was mehr dran, also hier zum Beispiel habe ich schon was gebildet, da kann man hier auch weiter bauen hier dran. Kann man auch hier einen Berg draus machen, sehr schön. Und kann er dann drüber schwimmen. Wieso nicht? Jo, die eigenen gebauten Level, die kann ich euch auch mal zeigen. Die werdet ihr bestimmt mal zu sehen kriegen, bestimmt im nächsten Part. Und da kann ich die mal spielen mit euch. Für euch. So, aber hier erstmal das Baulevel. Ja, dann kann man halt hier beliebig zusammenbauen und dann irgendwie halt erstmal ein Level Grundlage erstellen, dass man hier halt so drüber schweben muss. Das kann man hier halt auch sagen hier, wenn es halt so langweilig wird hier mit dem Berg bauen. Man hat hier halt relativ
freie Möglichkeiten. Auch bei einem Unterwasserlevel hat man es gerade. Da kann man halt hier auch eine Wand draus machen. Und im Unterwasserlevel ist das ja kein Problem, kannst ja drüber schwimmen. Kannst halt sagen, so, hier, komm damit zurecht und dann kannst du schon mal hier, können wir schon mal testen hier, spielen. Und dann hier sieht das dann im fertigen Level so aus. Da hat man dann hier ein Level, da schwimmt man hier so durch und dann, oh, ein Berg. Eine Überraschung. Eine Wand ist im Weg, man muss ja hier ganz hoch schwimmen. So, und dann sieht das doch schon ganz nice aus. Ja, und dann geht's hier weiter. Müssen wir uns hier noch was einfallen lassen. Für den nächsten Level, ja. Und dann kann man hier noch Röhren setzen. Ich glaube, die sind nicht aktiv. Also man kann da nicht durch. Man kann dann kein anderes Level, weil da müsste man ein anderes Level gebaut haben für. Aber da kann man dann zum Beispiel Piranha-Pflanzen später rausgucken lassen oder irgendwas anderes rausflutschen lassen. Es geht ja hier in Mario Maker. Aber bevor wir hier die Röhren bauen und die Extras und die Blöcke und die Sonderheiten und die Spezialsachen, machen wir mal den Boden zu Ende, würde ich sagen. Erstmal das Grundgerüst feststellen und dann gucken, wie es weiterläuft. Ja, dann mache ich das mal. Und dann hat man da relativ unkreativ so seine Bodenlandschaft erstellt. Ich switch mal kurz dadurch. Da hat man dann hier so ein bisschen Gebirge unter Wasser und so ein bisschen Landschaft. Ja, da dauert ein bisschen. Kann man sich Spaß dran machen und so ein bisschen seine begrenzte Kreativität ausbauen. Hier ist dann ein Loch drin. Kann man leicht runterfallen. Und dann, ja, okay. Da gingen mir offensichtlich die Blöcke aus. Man hat auch hier scheinbar eine sehr begrenzte Anzahl an Bodenblöcken. Na, sehr begrenzt ist es nicht. Ich habe hier sehr hohe Gebirge gebaut. Also man kann schon nicht das ganze Level, den ganzen Hintergrund mit Gebirgen, also mit Boden ausstatten. Das sollte dann auch nicht sein. Dann hat man dann hier nur Bodenlevel und dann kommt man nicht mehr lang. Also ich habe hier gerade sehr gut alles an Bodenblöcken benutzt. Ja, und dann ist hier schon die Zielflagge. Ja, und dann würde ich mal sagen, platziert man dann hier halt solche Sachen wie Trampolins oder Gumbas oder Piranha-Pflanzen oder One-Ups. Und kann dann halt auch sagen, hier ganz verrückt, Sachen, die es halt in normalen Mario Bros-Dingern nicht gibt. Halt so ein Dingens, was dann halt hier hochschwebt. Das wird wahrscheinlich unter Wasser sehr relativ wenig bringen. Ich kann es mal ausprobieren. Da du sowieso schweben kannst und ja, relativ frei bist, wird das relativ wenig bringen, aber na komm, können wir drin lassen. Das ist sehr eng da oben, aber das soll so sein. Da habe ich schon eine Röhre hin platziert. Da kann man doch dann direkt mal sagen, platzieren wir hier eine Piranha-Pflanze rein. Doch, die kommt dann da mal rausgeflutscht hier. Okay, keine Ahnung, was der hat, was der bringt, was der soll. Hier, das kann ich euch auch noch zeigen. Hier, die Röhren, die kann man ja nicht nur mit. Die kann man ja nicht nur mit. Nicht nur mit Piranha-Pflanzen füllen, sondern auch zum Beispiel mit Coins. Oder mit Gumbas. Wieso nicht? Nein, mit Bowsers kann man die nicht füllen. Schade. Hier so ein Liniennetz, das kann man auch aufbauen. Da gibt es auch noch sich Sachen. Okay, ich habe nur diese Dinger hier. Kann man irgendwie hier so. Meine Mittelchen sind hier schon relativ begrenzt. Kann man sagen, hier, das soll mal hier langrutschen. Ja, jetzt habe ich eins zu viel gebaut. Da macht man dann hier einfach Wuff und ist weg. Nochmal Wuff. Man könnte es auch radieren alternativ, aber ja. Und dann kann man hier auch völlig random, komplett random, wie es einem gefällt, halt hier auch solche Feuersachen erstellen. Die es dann ein bisschen schwerer machen, hier rüber zu kommen. Kann man sich halt dann irgendwie bauen, wie man will. Kann man dann halt sagen,
Ich packe hier komplett random hier mal ein paar Sachen hin. Für mein Lucky Two unter Wasser. Den kann man dann auch was in die Hand drücken. Der kann dann mal einen Großpilz werfen. Den bewirft dich dann statt mit Stacheln hier einfach mit Pilzen. Musst dir dann nur noch holen. Man kann ja auch alternativ One-Ups oder andere Items werfen lassen. Ist ganz nice. Jetzt ist natürlich der Checkpoint nicht fehlen. Den kann man hier mal einfach auf den Berg setzen. Den muss man natürlich in einem Level haben. Damit man, wenn man zwischendurch abkratzt, dann ja, ein geringeres Problem hätte, als wenn man einfach mal so abkratzen würde. Jetzt habe ich hier diesen sinnlosen Block platziert. Der ist wirklich sinnlos. Ist nur ein Deko-Effekt-Dingens. Türen kann man hier auch noch einbauen. Verschiedener Art. Kann man dann halt hier sagen, setze ich halt ja, hier hin. Wieso nicht? Einfach auch Spaß. Kann man auch an die Zielflagge setzen. Dann kann man hier mal einfach die geheime Tür nehmen. Und dann ja, bringt das relativ wenig. Aber man kann sich halt platzieren, wo man will, wo man mag, wo es einem lieb ist. Sollte man dann natürlich auch nicht vergessen. Okay, das waren eigentlich noch ein Trockens, aber... Ah! Unter Wasser werden sie wohl zu diesen knochentrocken Fischen. Auch interessant. Gumbas kann man hier platzieren, kann man auch Kopas platzieren. Platzieren, genau. Und auch interessant. Da gibt es dann diese Flüge hier. Da kann man dem Kopa eine Flüge geben und dann ist ein Para-Kopa. Und dann kann er fliegen. Unter Wasser relativ wurscht, aber. Para-Gumba. Para-Knochentrocken. Wird es dann ein Fisch mit Flügeln, ein Knochenfisch mit Flügeln? Dann schauen wir mal an. Ja, so viel bringt es nicht, aber kann man machen. Wie man Lolli lustig ist, kann man das dann hier platzieren. Kann man auch hier Trampolin auf Trampolin platzieren hier. Kann man sagen, zack, zack, zack. Dann hat man hier eine Pyramide. Verselbstständigen sich dann nicht. Ja gut. Habe ich glaube ich auch schon ein Level mitgemacht mit Trampolin. Kann man dann halt ganz nach oben kommen hier. Hui! Ja, sieht auch ganz ulkig aus. Sollte man natürlich auch nicht vergessen, die habe ich seltsamerweise, warum auch immer, jetzt nicht mehr zur Verfügung. Wahrscheinlich, weil ich so einen großen Untergrund gebaut habe. Habe jetzt keine Blöcke mehr zur Verfügung, aber da kann man dann auch noch Items reinpacken und so weiter und so fort. Items auch auf dem Boden platzieren, wenn man Spaß dran hat. One-Ups verteilen und Münzen verteilen, die ich komischerweise auch nicht mehr habe. Ja. Und Items überall hin platzieren. Und natürlich diese Fischis hier, die gehören natürlich auch in ein Unterwasser-Level. Kann man dann auch sich den Spaß machen und halt hier 50 Fischis auf einem Fleck zu machen. Das ist dann natürlich ein bisschen für den spielenden Typen ein bisschen unspaßiger, aber kann man machen. Mich ja sowieso mal genervt, diese Tintenfisch-Dinger, die dann wirklich durchs ganze Level fliegen, ohne irgendwelche Hindernisse. Die können dann halt überall durch und ja, die muss man natürlich auch platzieren. Die kann man hier auch natürlich an den Ort bringen. Und dann kann man den auch noch Flügeln verabreichen. Flügel verabreichen, meine ich. So. Das sieht ja sehr üblich aus. Tintenfisch mit Flügel. Neue Erfindung von Mario Maker. So. Man geht über Studieren und dann kann man sich halt ausprobieren, was das Zeug hält. Und in der Luft sollte man nichts platzieren. Das ist dann ein bisschen Banane. Den kann man natürlich auch mal mitten ins Level setzen, weil es lustig ist. Man kann bis zu drei Bowsers platzieren. Drei Bowser
in das Level setzen. So, genau, warum nicht? Dinger hat man dann auch noch, die kann man natürlich auch noch nach Belieben platzieren. Wenn man was übereinander setzt, habt ihr gerade gesehen, dann verpisst sich das andere. So, mal schauen, wie Pflanzen, solche Ranken kann man auch dann auch noch platzieren. Kann man dann natürlich auch noch nach oben ziehen, kann man hier sagen, hui, ganz nach oben, damit oder auch nicht. Platzieren hier Donkey Kong Junior. Ja, den Pflanzen entlang zum Ziel. Ja, kann man halt relativ frei sich verbreiten. Buhus gibt es natürlich auch noch. Hier noch eine Kanone, die mit Sternen um sich wirft. Und noch eine Kugelwilli-Kanone. Die Stadt Buhus. Die Stadt Kugelwillis Buhus. Attackiert. Und dann hier noch eine normale. Ja. Die werden dann immer hier rot angezeigt mit rotem Ausrufezeichen. Da ist was drin, was außergewöhnliches. Flora sieht doch ganz ulkig und seltsam aus, das Level, was ich hier gebaut habe. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, wie lange das Level hier ist. Also Quatsch, wie lange der Part hier schon ist. Wie lange das Level ist, weiß ich einigermaßen. Hier sind jetzt auch freie Stellen, aber ja, was soll's. Jetzt hier noch ein paar Hindernisse oder ein paar Gegner drauf. Dann ist auch die letzte Stelle noch nicht mehr frei. Ich würde mal sagen, wir probieren das Level einfach mal aus, so chaotisch wie es aussieht, und spielen das einmal. Und machen wir es doch mal hier ans Ziel, an den Start mit uns. Und auf geht's! Und ihr habt zugeguckt und ich habe gebaut. So, so schaut das Ganze hier aus. Das erstellte Level. Da geht's hoch! Hui, hier runterfallen lassen. Na, was wartet auf mich hier? Ich hab's fast vergessen. Hier dieser unnütze Block. Die Pranja-Pflanze. Da kommt Hammerbruder raus. Ja, gut. Kacken hier. Man kann sich auch an die Stelle wieder zurück teleportieren. Solange dann man noch im Baumodus ist. Ich glaube, im Speicherbot geht das da nicht mehr. Sehr schnell durch. Huha. Das ist gefährlich, die Stelle da oben. Das ist sehr gefährlich, sehr gefährlich, sehr gefährlich. Ich habe den Hammerbruder. Der wirft hier mit Großdingern. Die brauche ich, die brauche ich, die hole ich mir. Achtung, Hammerbruder, der steht da sehr ungut. Kann man natürlich auch drauf gehen. Ja, der ist ja auch noch ein Gegner. Der sollte ja eigentlich auch mit Stacheln werfen. Deshalb, ja. Jetzt habe ich erst den Checkpoint erreicht. Naja, was soll's. Und hier die drei Bowsers, die stehen da relativ einsam. Bringen eigentlich nichts, die sind da fehlplatziert worden. Okay, die haben Spaß am Schwimmen. Wumms! Ja, ich schwimme oben drüber. Ja, habe ich mir auch schon fast gedacht, dass es hier keinen Sinn ergibt. Oha, vom Fisch erwischt. Naja, sollte ja nur ein Demonstrativ sein. Och, der Fliegefisch. Ah! Halt hier nicht durch die Tür gehen, dann hat man halt hier das unnütze Brettchen hier. Fliegetintenfisch. Oha! Noch viel schlimmer hier. Oh, holla. Abhauen. Ist ganz schnell der Tintenfisch. Was noch ein Tintenfisch? Achso, ich habe zwei platziert. Oha. Scheiße. Das sind die Trampoline. Hammer, Bruder. Das bin ich aber nicht Hammer von dir, Bruder. Na komm, lass mich runter. Das ist die Zielflagge. Jetzt nicht abkratzen. Jetzt nicht noch abkratzen. Hammer, Bruder, ja, bestens platziert hier. Da kann man sich entlang hangeln hier. Und dann die Zielflagge. Oha, fast getroffen. Ja. Speichern und an. Spitzenklasse. Ja, ich war jetzt in dem Level nicht sonderlich kreativ, aber ja, es gibt noch kreativere Level von mir. Die werde ich im nächsten Part zu sehen bekommen. Dann ist das Ding auch im Speicherbot gespeichert. Ja, in den nächsten Parts gibt es jetzt hier meine selbst erstellten Levels. Das wird wahrscheinlich auch mal drunter auftauchen. Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenquast verpassen wollt. Den nächsten Part von Mario Maker zum Beispiel nicht verpassen wollt. Ansonsten habt noch einen angenehmen Frost nächsten Tag. Gehabt euch wohl und haut drinne. Und wie gesagt, bis zum nächsten Part oder bis zum nächsten Video.
Ciao, ciao, haut drinne.